Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Rhyme. Oh. Ah ja. Geht der Charakter eigentlich mit irgendeinem Plan da durch und macht das alles, oder passiert das einfach so? Oh, er hat sich da schon hingestellt für uns. Jawolle. Feiner Roboter. Hukala. Musst du unseren Freund beschützen. Warum wird er jetzt... Ich habe jetzt die einzige Kugel gerade geöffnet, geopfert. Fuck. Ah nein, wir kriegen noch welche. Auch das ist ja geil. Ich dachte erst, wir müssten uns entscheiden, die Kugel zu opfern oder... Will er nicht nach oben gehen? Ich bin hier. Aber ich muss auch runter. Ja, super. Nein. Jetzt sag nicht, ach, scheiße, jetzt muss ich da... Oh, jetzt.
Naja, ein paar Fehler passieren ja immer. Vor allem mir. Das ist das ja jetzt nicht allzu schlimm. Ich werde wahrscheinlich hier hoch müssen. Ja. Don, 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 don. Hört sich an wie der Nachbar über uns, wenn er Musik hört. Da sind so Schattenviecher drin. Oh, die sind böse. Oh, die sind ganz böse. Ich kann mich hier gerade nicht wegstellen. Oh. Das war beabsichtigt. Ah. Guck mal, da ist der Fuchs wieder. Die beiden haben gerade beschlossen, dass das unser nächstes Ziel ist. Das hat man an der Unterhaltung gemerkt. Wir müssen zu diesem Turm. Aber gerade kommen so meine Hundemama-Gefühle auf. Ich folge ihm, ja. Du kommst wahrscheinlich wieder nur, wenn du willst. Was soll ich tun? Ich weiß, dass da hinten so ein Teil ist, aber ich... Das ist mir jetzt egal, diese blöde Muschel. Die Muschel ist mir jetzt Lattepatte. Oh, fuck. Das sind aber viele. Oh, da muss ich da hoch. Muss ich eine Kugel holen. Quelle ist da kaputt. Wir haben hier noch eine. Ich weiß jetzt zwar, ach, da müssen wir lang. Ich wollte gerade sagen, ich weiß zwar nicht mehr, wo lang wir müssen, aber ich folge unserem großen Freund. Das sieht echt aus wie Sabba. Mit so einem großen Freund macht schon mehr Spaß, durch Schattenreich zu latschen. Oh, bitte jetzt nicht runterfallen, ey.
So laufe ich übrigens auch auf hohen Schuhen. Nein. Oh Gott. Ich kann überhaupt nicht auf High Heels oder sowas laufen. Ne? Oh, ätzend. Ich hasse sowas. Stiefel? Ja, Stiefel gehen. Aber so High Heels oder so, ne. So am schlimmsten sind solche Sandaletten oder sowas. Um Gottes Willen. Das ist auch irgendwie nur erfunden worden, um die Frauen, weiß ich nicht, zu quälen. Ein Schlückchen trinken. Da begutachtet gerade einer seinen toten Freund. Und ist traurig. Hm. Geh lieber nicht in das Zimmer nebenan. Da sind noch weitaus mehr Leichen. Auch er wirkt jetzt niedergeschlagen, ne? Müssen wir jetzt trösten gehen. Oh Gott, er geht in diesen Raum. Oh Gott. Ich muss erstmal überlegen, was hier alles ist. Ah, da komme ich rüber. Okay, gut. Ja, hab schon überlegt. Hier ist keine Treppe, hier ist nur eine aufgemalt. Das ist keine Treppe. Wow. Weiß nicht, was ich hiervon erhalten soll. Jetzt so, da ist der Fuchs. Gut, du bist auch wieder da. Sehr schön. Ich glaube, ich muss ihn woanders hinlocken. Hier, komm her. Genau. Und er geht jetzt automatisch wieder zu der hin. Das ist sehr schön. Da fehlt doch definitiv was. Dann hätte ich doch erstmal was anderes machen müssen. Oh, wo kommen wir denn hier? Kommen wir denn hier hin? Ja, ich weiß nicht. Ich mach das da erstmal noch nicht. Ich weiß nicht, wo es da lang geht. Bin mir zu unsicher bei. Wir müssen hier auf jeden Fall runter. Ich muss den erstmal da hinten zu den Viechern locken. Weil halt ist so. Nein, Quetschelken. Weil wir erstmal da vorne diese Brücke und dann nochmal so ein Lichtding brauchen, glaube ich. Glaube ich zumindest. Weil ich bin mir gerade selber so unsicher, ne? Na los, hier. Ah ja. Oh, scheiße, das ist doch schon wieder. Ach, jetzt muss man wieder überlegen hier. Also ich kann da lang klettern zu, keine Ahnung, wohin. Okay.
Oh, ne, 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 ne. Bleib da, bleib da. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 bleib da. Bitte bleib da, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Nein! Oder? Nein! Ah, du scheiß Teil, ey. Okay, dann muss ich vielleicht doch da hinten erstmal hoch bei dem bei dem Sand da. Ich weiß sonst nicht, wie. Der Hau will ja dann immer da sofort abhauen. Also, ich habe nämlich auch nicht viel Zeit zur Verfügung. Das funktioniert noch nicht. Jawohl, das hat nicht funktioniert. Warum? Ach so, so, ja, aber da hat schon funktioniert. Wow. Eieiei. Das ist noch so ein Hauptbestandteil geworden in Videospielen, ne? Klettern. Ah. Kommen wir der Sache schon näher. Kann ich das nämlich da oben hinstellen. Also da vorne hinstellen. Dann kann ich mir eine Kugel schnappen. So, jetzt kann ich mir eine Kugel schnappen. Hoffen nur, dass unser Roboterfreund das nicht sieht. Nein, nein, bleib da. Ach ja, gut, er kann ja, eigentlich kann er auch kommen. Das ist so schlimm, das wäre das jetzt nicht. So. Ich könnte jetzt hier noch so rum. Könnte ich eigentlich hier so rumklettern? Nein, könnte ich eigentlich gar nicht. Guck mal einer an. Da komme ich sowieso nicht hoch. Hier sind noch andere Roboter. Da geht eine Tür auf, da komme ich auch nicht hoch. Also von daher, weh ist das. So, jetzt muss ich das Teil jetzt hier wegschieben. Mann. Roboter steht auf seinem Platz, der Sockel steht auf seinem Platz. Die Kugel ist auf ihrem Platz. Ah ja, Moment.
Jawohl. Ich denke mal, jetzt müssen wir da vorne hin. Was ist das schön? Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt machen? Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Huch, das war knapp. Ja, wir sind ziemlich hoch. Boah, wie viele kommen denn da noch, ey? Na, den einen haben wir nicht mitgenommen, dann können wir jetzt den hier mitnehmen. Ich habe unterwegs wahrscheinlich eh sehr viele verloren oder vergessen. Verloren wahrscheinlich nicht, aber vergessen. Ja. Na, das überlebst du. Ich weiß nicht, was wir jetzt sonst machen sollen. Ich gehe jetzt einfach mal zurück, weil den Robotern folgen kann ich nicht. Unser Fuchs hat sich auch nicht wieder gemeldet. Der ist ausgeflogen. Nee, was weiß ich. Ich gehe jetzt einfach mal wieder hoch und dann... Weiß ich nicht, muss ich gucken. So, hier stehen sie jetzt alle. Okay. Was soll ich jetzt tun? Was verlangt ihr von mir? Er steht am richtigen Platz.
Ich muss mich da draufstellen. Ja, also hör mal, erstmal ich hier. Gewöhn dir mal ab, immer der Erste zu sein. Und die kommen alle hinter mir her. Okay, die gehen da lang, wir gehen hier lang. Und wir können die nächsten Stufen hoch. Das waren jetzt die, ich sag jetzt mal, Roboter. Letzte Tür oder was? Sind wir jetzt an der letzten Tür? Es scheint... Nee, da oben ist noch eine. Fuck. Weil das hier sieht nach Schattenmännern aus. Oh Gott, jetzt sag bitte nicht, dass wir die auch noch befreien müssen. Ach, guck mal. Kann nicht schneller als die sind. Okay, Junge, wir haben es kapiert. Du hattest einen Bootsunfall. Mit dem Mann und mit dem roten Umhang. Und den Umhang, den er wahrscheinlich umhat, ist vielleicht ein Teil oder ein Stück von dem Umhang, den der Mann da trägt. Vielleicht ist das sein Vater. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, ich hatte recht. Und wir sind mit dem Schiff auf dieser Insel gestrandet und ja, der mit dem Umhang ist vielleicht unser verstorbener Vater, den wir vielleicht als Geist immer wieder auf der Insel sehen, weil und der uns dann halt führt, nach Hause zu kommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vater noch lebt, weil ich meine, sonst wird er sich seinen Sohn packen und abhauen. Naja, guck mal, hat sich ja gelohnt, ne? Die sehen alle aus, als hätten sie einen Irokesen. Also ich bin echt begeistert. Ich habe das Spiel bei so einer Rabattaktion bei Steam gekauft. War eigentlich recht teuer sonst. Ich glaube 30 Euro oder so. Also ich habe auch damit gerechnet, dass es schneller zu Ende ist. Und nicht, dass es doch noch so lange geht. Ja. Mhm. Die Stadt der vielen Säulen. Es ist fürchterlich am Regnen. Ah. So, wir haben hier die Roboter, die Schattenmänner und der Fuchs und uns. Okay.
hier erstmal da die Treppe hoch. Folge unserem Freund. Weil der wartet ja auch auf uns. Wird höchstwahrscheinlich einen Grund haben. Ja, er geht da hinten rein. Ja. Wir gehen hier rein. Der Fuchs und da sitzt der wieder so ein Typ. Der heult. Na gut, Leute, aber ich muss erstmal Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.